Okay, kommen wir nun zu den Fingern. Also das Gleiche, was wir für die Iris gemacht haben und was für irgendwie mit den Handykameras auf dem Tisch liegen, ja so leidlich funktioniert hat, haben wir irgendwie auch nochmal gemacht. Das heißt, wir haben nicht nur die Iris fotografiert, sondern auch die Fingerabdrücke fotografiert und sind da irgendwie auch noch, also auch wieder so Abstand gemessen, geguckt, wie breit die Fingerabdrücke sind. Haben dann auch versucht, mal zu gucken, wie die aussehen. Das Bild hier ganz drüben, links ist irgendwie aus 3 Meter Abstand und auf der anderen Seite ist das aus 7 Meter. Man sieht halt schon den Unterschied, aber das 3 Meter Bild macht auf jeden Fall total super Aufnahmen und das, was ihr daneben seht, ist praktisch die Vorlage für den Abdruck. Und diesen Abdruck würde ich jetzt mal kurz versuchen, hier in dieses System einzulernen. Und jetzt wird's heikel, weil nämlich diese VM jetzt gestartet wird. Ist mein Zeigefinger. Wenn man ihn auflegt, wird er angemeldet. Und jetzt versuchen wir es mal. Das hat vorhin, als ich es irgendwie auf der Bühne nochmal getestet hat, auch nicht funktioniert. Ja, ich habe nicht bedacht, dass man natürlich nicht beide Bilder gleichzeitig sehen kann. Deswegen, nee, du musst leider tatsächlich das andere Bild zeigen. Und mal gucken. Außerdem sieht man nicht, wie ich mich hier abquäle. Na. Also das Material, normalerweise haben wir immer Holzleim. Sehr schön, sehr schön, sehr schön, vielen Dank. Normalerweise haben wir bisher immer Holzleim genommen. Was wir festgestellt haben, also Holzleim dauert halt irgendwie und wird halt schnell spröde. Das heißt, irgendwie spätestens nach einem Tag kann man die Sache nicht mehr benutzen. Und sind jetzt dazu übergegangen, hier dieses wunderbar pinke Latexmilch zu benutzen. Und ist irgendwie hier dehnbar, kann man irgendwie nicht kaputt machen. Und gibt es auch in Hautfarben übrigens, das heißt, man kann sich da irgendwie auch wirklich passend zur Haut den passenden Überzieher basteln. Heißt, jetzt geht's weiter mit der Keynote. Wo ist denn die Keynote? Keynote. Ja, hier waren wir stehen geblieben. Also, wie gesagt, wir hatten hier mal irgendwie ausgemessen, bis zu welcher Breite das noch sinnvoll ist. Und weil wir halt vorhin schon mal so diese Infrarotkamera am Start hatten, haben wir noch mal probiert, wie denn so Fingerabdrücke in Infrarotlicht aussehen. Und dieses linke Bild hier ist wieder so eine Pixelbreite, die ungefähr 3 Meter entspricht. Und das ist halt echt, also da kann man halt direkt aus den Bildern irgendwie einen Abdruck machen, einen Abdruck nehmen. Den ihr hier gerade gesehen habt, das ist mit 150 Pixeln Breite, was halt ungefähr auch wieder einer Entfernung auf 6 Metern entspricht. Das heißt, mit der passenden Infrarotkamera kann man irgendwie locker aus den 6 Metern Fingerabdruckbild eine Attrappe bauen. Auch hier wieder Laborbedingungen, nicht Laborbedingungen. In dem Fall, das war so, dass das erste Bild, was wir hatten, und das war einfach so perfekt, irgendwie unten so dieser Name so in halb durchschillernd und irgendwie hinten der Finger. Das war diesmal bei der Bundespressekonferenz. Und auch ein Abstand, also mit dem 200er Objektiv, Abstand 3 Meter. Das heißt, wenn man das nach hinten extrapoliert, geht da auf jeden Fall noch was. Und der Finger sieht tatsächlich irgendwie ganz brauchbar aus. Hat noch ein paar Lücken. Allerdings liegt das eher daran, dass ich nicht mehr dazu gekommen bin, das schick zu machen. Also man kann halt irgendwie die Lücken normalerweise irgendwie relativ gut von Hand füllen, beziehungsweise wir hatten in dem Fall sogar nicht nur ein Bild, sondern mehrere Bilder, die halt alle so ein bisschen verdreht waren. Und ein Freund von mir, SDK,
hat tatsächlich irgendwie diese Bilder zusammengesetzt, aber wir haben das über mehrere Tage lang immer hin und her. Ich war nie so zufrieden, dass ich die Bilder irgendwie nehmen wollte. Und dann hat der Kongress angefangen, beziehungsweise die Vorbereitung angefangen. Und dann habe ich einfach gesagt, ey, tut mir leid, ich kann dein Bild nicht nehmen. Aber auf jeden Fall, also könnt ihr euch vorstellen, wenn man jetzt das Bild nimmt und dann ein bisschen von schräg, da wo jetzt irgendwie hier zum Beispiel diese ganzen Fehlstellen sind und diese schlechten Bilder, wenn man das zweite Bild nimmt und da irgendwie die gleiche Software drauflaufen lässt, das dann zusammensetzt, dann hat man im Endeffekt irgendwie auch ein sehr schickes Bild.